Don't bring me back. So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Nevermeter Online. Viele werden jetzt bestimmt denken, oh, was ist das für eine neue Stimme? Es gibt eine witzige Geschichte dazu, solange ich zu meiner Daily Quest gehe, um da was abzuholen. Ich habe mir vor 2 Jahren mein Headset gekauft. Ich habe es auch immer wieder erwähnt, dass ich mal mein Headset Schrott war, also mein Mikrofon nicht ging. Ja, ich habe mir vor 2 Jahren ein Headset gekauft und erst heute festgestellt, ja, ich habe das Headset falsch reingesteckt und deswegen ging es 2 Jahre lang nicht. Jetzt habe ich es gemerkt und richtig gemacht und jetzt hört man das Resultat. So werde ich jetzt fürs Erste aufnehmen. Also schreibt mir bitte vielleicht mal in den Kommentaren, ob das so sich besser anhört oder nicht. Weil wenn es sich schlecht anhört, wechsle ich einfach wieder zurück zum anderen Audio. Das ist kein Problem, das kann man machen. Aber ich wollte meinen Versuch machen, um zu sehen, ob das gut ist. So, erstmal meine Belohnung abholen. Das schwarze Eis ist viel zu kostbar. Danke für die Hilfe. Ja, das kennen wir ja schon. Dann kriegen wir eine kleine Belohnung und Schwarzeissalbe. So. Wir sind ja immer noch bei dem Vertrag mit den Magiern, deswegen gucke ich mal, ob da vielleicht ein paar Dailies gibt, die ich noch nicht gemacht habe. Ja, der göttliche Zorn. Ha. Ja, das ist schön. So. Ja. Wo ist mein Brain geblieben? Da ist es ja. Die hat bestimmt ein paar neue Aufgaben. Hast du das ja? Ja, unnötige Ablenkung. Ja, super. Dann muss ich lesen. Aber nicht für Minim. Wir wissen noch nicht alles über das schwarze Eis. Was wir aber wissen ist, dass es mit all diesen lästigen Barbarenüberfallen und Angriffen von wilden Tieren immer schwieriger wird, es zu erforschen. Dass sich so viel des unbeanspruchten Eises in der Wildnis befindet, ist ein ungestörtes und friedliches Arbeiten kaum möglich. Sammelt so viel schwarzes Eis zusammen, wie ihr könnt. Schlagt es aus dem Felsen und entreißt es denen, die durch seinen Einfluss verdorben wurden. Wenn es weniger davon da draußen zu finden gibt, steigen vielleicht auch unsere Chancen, unsere Arbeit ungestört fortzusetzen. Diese Substanz ist wertvoll, als sie irgendwo in einem kleinen Winkel der Welt herumliegen zu lassen. Okay, Schwarzeis sammeln? Und wie viel kriege ich? Warte, 300 muss ich sammeln. Wie viel kriege ich denn als Belohnung? Hier. Ich glaube, ich krieg mehr. Irgendwie 25 mehr. Ja, okay, dann ziehen wir das durch. So. Ah, da war noch was. Bikrins Ruh. Ich bin auf eure Fertigkeiten und eure Verschwiegenheit angewiesen. Vor vielen Jahren ist einem Lehrling der Arkanenbruderschaft ein mächtiges Artefakt in die Hände gefallen und er hat damit versucht, Icewind Dale zu erobern. Viele wilde Kreaturen haben sich um ihn geschart und ihm die Treue geschworen. Unter ihnen auch ein mächtiger Frostriese namens Bigrin. Der Riese wurde von einer Handvoll Helden niedergerungen und Kessels Armee wurde besiegt. Leider wurde Kessel nicht vollständig vernichtet und ist nun als Untoter zurückgekehrt. Aha. Ich habe Grund zur Annahme, dass er beabsichtigt, auch Bigrin wieder zu beleben. Einer unserer Späher hat eine Gruppe von Gruftschrecken beobachtet, die Bigrins Ruh betreten hat. Ich befürchte, dass sie ein Ritual vorbereiten, welches den Riesen ins Leben zurückruft. Wir können nicht noch einen Untoten gebrauchen, der uns an die Sünden unserer Vergangenheit erinnert. Ich wünsche, dass ihr die Gruft betretet und dieses Ritual verhindert. Kein Problem, Schätzchen. Das werden wir erledigen. Das sind 2 Quests, die ich machen werde. Das ist ja PvP. Und die haben zwar andere Quests noch neben dem, was wir schon mal gemacht haben. Aber ich glaube, 2 für den Anfang reicht. Vor allen Dingen, wenn eine Quest heißt, 300 schwarze Seis erstmal abzubauen. Erstens muss man dafür viele heldenhafte Begegnungen machen. Oder man hat das große Glück und man findet einigermaßen viele Schwarzeisvorkommen, die man einfach abbauen kann. Wir hatten ja eine Scheißbegegnung letztes Mal. Ich werde, glaube ich, ins PvP-Gebiet reingehen. Da hatte ich immer das große Glück, dass da viel war. Wenn ich Pech habe, werde ich wie letztes Mal überrannt und angegriffen. Nur der Wichser hatte echt ziemlich Glück gehabt, dass er dass da 2 Gegner sind. Ich erinnere mich noch drauf. Glaubt mir, Leute, sowas. Das brennt sich in deinen Kopf hinein. Das vergisst man nicht so schnell. So, ich muss mindestens eine heldenhafte Begegnung abschließen. Na super. Gut, dann suche ich meine kleine Gruppe und helfe denen und dann ist die heldenhafte Begegnung fertig. Beschützt die Händler vor den Barbaren. Ja. Da ist einer. Ja, du und ich. You and me.
Eo Bionli, you and me. Sollten wir, glaube ich, zu zweit schaffen. Was? Es waren doch 21. Achso, 10 noch nicht. Okay, Rex, jetzt musst du zeigen, was du drauf hast. Ja. Danke, Rex. Ach, du bist noch nicht tot? Gut. Ach, scheiße, jetzt aber. Ja, dann werde ich dir mal ein bisschen aufhelfen, ne? Ich weiß ja, du hast es ein bisschen so mit dem Sterben. Aber die Wölfe zählen doch gar nicht zu... Nein, nein. Weniger Fragen stellen, mehr wegballern. Der Typ ist aber übermächtig. Was macht der denn für einen Schaden, bitte? Ach, Kacke. Da sind noch mehr. Pferdchen, halt durch. Rex, tank die Sache an. Ja, ihr versteht schon den Witz. So, heldenhafte Begegnung abgeschlossen. Bisschen Schwarzeis dafür kassiert. So, den Rest berge ich mir irgendwie oder ja, doch, berge ich mir oder ich mache noch mehr heldenhafte Begegnungen, aber bis ich da 300 geschaufelt habe, das dauert ja Jahre. Das heißt, was ich machen werde, ist, ich gehe mal zu der anderen Quest, Begins Rue, und schau mal, ob ich auf die Händler vor den Barbaren. Ernsthaft? Ja, okay, gut. Soll mir recht sein. Ich bin hier vorbeigekommen, dann helfe ich auch hier mal eben schnell. Vor allen Dingen, die haben schon ein Stückchen gemacht. Ist gut. Das sind keine Barbaren. Barbaren sehen anders aus. Die haben keine leuchtenden Augen. Wie so ein Todesritter. Schön. Was gibt's dafür? Auch ein bisschen schwarzer ist. Ja, boi. Beste. Schon mal 70. Ist gar nicht so schlecht. So, umgerechnet, wenn ich für jede heldenhafte Begegnung 35 bekomme, müsste ich 10 Stück machen. Jetzt insgesamt. Aber, da ich ja schon ein paar gemacht habe, müssen es nur noch 8 sein. Das ist halt blöd. Muss mal schauen, ob ich da irgendwas bergen kann, um euch halt die unnötige Arbeit zu ersparen, mir zuzugucken, wie ich entweder 1000 Mal heldenhafte Begegnung mache, oder Erdschürfe, wie so ein Spasti. Warte, ist das, kann ich das alleine machen? Nicht, dass das irgendwie jetzt hier eine Gruppenquest ist und ich laufe da einfach so in eine Trap rein, ne? So nach dem Motto, it's a trap. Naja. Plündernde Barbaren. Okay, die tun mir nichts, wenn ich da einigermaßen so gechillt. Ja, das ist gut. Das ist gut, das ist nice. Das ist very nice. Das. Dimitri appreciates. Aber in den Barbaren muss ich durch. Die sind, naja. Sagen wir es mal so, die lassen mich da nicht so vorbei. Ich könnte mich durchschleichen. Oder? Ist das ein Option? Du schneidest mich in zwei Hälften. Okay. Dann zeig mal, wie du mich in zwei Hälften schneidest, du Lutscher. Okay. I have to say that, but he was going to fuck me up. Yeah, he's going to fuck me up. Vor allen Dingen zwei Riesen, ja? Wieso zwei? Warum nicht einer? Jawohl. Nicht nur, dass sie Schaden machen. Sie halten noch genauso viel aus. Okay, ich muss sie auf Distanz halten. Woher kommen diese ganzen Scheißwölfe jetzt? Ich habe 3 Stück gepult, ich weiß das. Ich bin nicht dumm. Und dann kommen irgendwie 50 neue Wölfe dazu. Fucking shit, ey. Scheiß Rex, ey. Dummes nützlich. Ja, Hilfe, Gott sei Dank. Noch nie war ich so froh, Hilfe zu sehen wie jetzt. Oh, danke, Jungs. Ihr habt was gut bei mir. Die Rex, ihr seht ja, der ist ein Lutscher und hat nichts drauf. Aber wie du stealst, wie du Ninja lootest, dann bringe ich dich um. Dann fordere ich dich zum Duell heraus. So, hoffentlich kann man das alleine machen. Ich bin gespannt. Dafür, es hat zu viel... Es stinkt schon danach, dass ich es nicht alleine schaffe. Einfach aus dem Grund, als Belohnung kriege ich 12.000 Schwarzeis. Ihr versteht schon den Gedankengang. Für 12.000 muss man auch verdammt nochmal was leisten. Und ich habe irgendwie das Gefühl, hier wird mir gleich der Arsch versohlt. Und zwar richtig heftig. Und richtig hart. Und richtig fest. Naja.
finden wir es heraus. Ich habe schon schlimmere Situationen überlebt. Würde mich überraschen, wenn diese nicht gerade leichter wird. Wait, what? Ja, natürlich. Ihr macht es mir nicht leichter, wenn ihr hier 50 von euch kommen und da... Warte, ich geh mal da so rein. Bam! Triple Fucker Kill. Lass mich durch! Dummer Hund. Ich bin hier kein Hundefreund. Ich mag mehr Katzen als Hunde. Ja, mal gucken. 9 Heiltränke, wird das reichen? Erfahren wir sie es in der nächsten Folge von Let's Play Neverwinter. Spaß. Wir werden es heute noch herausfinden. Na gut, ich habe den großen Vorteil, ich sammle schon einigermaßen viel Heiltränke wieder nach. Ja. Ich habe eine Idee. Ich möchte das veredeln. 4 und 4 wird hier reingepackt. Wo ist 4? Da. Moment. Ich will mir kurz mal Rex angucken. Rex. Okay, der hat schon so einen Teil. Ja, okay, dann, ja. Hau raus. Gut. Bin gespannt. Also, unnötige Ablenkung heißt das hier. Nein. Bring ins Ruhe, so. Unnötige Ablenkung war das andere. Ja, ich bin tot. Fast. Ja, ist ja auch scheiße. 5 AOE-Angriffe. Das ist doch... Ihr wollt mich doch rollen oder so. Scheinbar machen die keine Scherze. Egal, gut, dass sie da so einigermaßen zusammenstehen. Dann kriegt ihr alles mit. Nein, ich belieb ihn nicht. Diese Hurensohn hat es nicht verdient. Nein. Ich sag's immer wieder. Und das hat sich nie geändert, bitte. Scheiße ist am Boden. Und wenn Scheiße am Boden ist, bleibt Scheiße am Boden. Ich heb keine Scheiße hoch. Das ist halt das Prinzip. Lass die Hunde frei. Wait, what? Ja, zum Glück halten die Hunde gar nichts aus. Also da sind diese Barbaren oder was auch immer ihr für Fuckers seid mehr aus. Ja. Genau, hau auf Rex weiter drauf. Den interessiert es nicht mehr, der ist schon tot. Oder besser gesagt, der ist schon am Boden. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ein ganz mieses Gefühl. Wenn ich jetzt schon bei ein paar Hunden und den Wichser hier schon fast am Verrecken bin, wie wird das denn gleich laufen, wenn ich gleich gegen auf den Boss antrete? Warte, ich schluck mal so einen Trank. Verwenden. Der heilt mich über Zeit. Das ist eine, sagen wir mal, eine gute Variante. Ach, das sind Zombies! Das ist natürlich was ganz anderes. Okay. Hab sie gestunt. Sie halten mich. Sie lassen mich für ausnahmsweise mal fürs erste in Ruhe. Nein! Nope! Fucking shit! Naja. Neverwinter ohne Zombies ist nicht Neverwinter. Und ich krieg noch einen ab. Jawoll! So schnell geht das. Von full life auf fast wieder tot. Ich liebe Icewind Dale. Aber manchmal muss ich zugeben, gibt es immer noch hier Stellen, an denen es sich immer noch so anfühlt wie beim Leveln. Und sagen wir es mal so, es waren keine schönen Erinnerungen daran. So, veredeln. Muss gemacht werden, ich muss mein Inventar hier die ganze Zeit frei halten. Und ganz ehrlich, so ein Dreierteil könnte ich zwar in AHA verkaufen, also in Aktionshaus, aber ich glaube nicht, dass mir das viel einbringt. So, ein Lagerfeuer. Bis dahin muss ich es irgendwie Arschbacken einziehen und das irgendwie durchschaffen. Okay, wenn es Hunde sind, schaffe ich es noch. Das Gute ist, die halten nicht viel aus. Aber das kann nicht alles sein. Und ich habe noch ein ganzes Stück vor mir. Okay. Was bringt mir der Trank hier? Nur Kraft für 30 Sekunden. Mhm, alles klar.
bisschen Kraft, damit ich mehr Schaden reinziehe. Gut, gut, gut. Zwei Zombies. Müsste ich schaffen. Fuck. Genau, Rex. Sei mein Sündenbock. Oh, fuck. Schaffe ich das? Hunde, voll viele von diesen Johnnies. Und Skelettfrostriese. Also, Jackpot. Kurz gesagt. Und Rex ist tot. Unser Held ist gefallen. Fragt sich noch, wie lange ich noch stehen werde. Oh, you ugly sex of shit. Die, piece of fucking crap. Den dresche ich jetzt ein, solange ich unsichtbar bin. Gib ihm den Rest. So, Numero Uno ist am Arsch. Beschwört nochmal Untote. Super. Bin ich ja ein großer Fan von. Wer meine Devise noch nicht kennt, der kennt sie seit heute. So, kommt jetzt dieser Untote Spasti oder... Ja, bleib liegen. Genau. Super. Nein, das ist jetzt nicht mal ironisch gemeint. Bleib einfach liegen. Ist gut so. Weniger Stress, weniger Arbeit. Besser für mich. Damit kann ich... Boah, damit kann ich leben. So, ein Lagerfeuerchen. Rex, bist du bereit? Da sitzt der kleine Juan auf dem Thron. Tja, ich habe 8 Heiltränke. Und vielleicht noch den von Schwarzes Eis. Wie heißen die Teile? Eisschmiede. Gut, wissen wir jetzt auch. Kann ich mir irgendwelche Tränke reinpfeifen, bevor ich reingehe? Robustheit für 20 Sekunden. Ablenkzeit 5 Minuten. Ihr könnt andere. 20 Sekunden, das ist ja nix. Okay, zeig, was du drauf hast. Wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Wer will auf die Fresse? Du willst auf die Fresse? Ja, du willst auf die Fresse. Ja, alles klar. Lässt sich einrichten. Let's battle. Bigrim. Ey, Bigrim, alte Sakuratie. Oh, 2 Schamanen. Bedeutet 4 Untote. Einen habe ich gestunt. Wenn ich die schnell umbringe, ja, bleibt es bei 4. Gut. Untote würde ich vielleicht umbringen wollen, aber... Ich habe das Gefühl, sie wird neue holen. So. Alter. Alter. Nicht euer Ernst. Von 5 Zombies verfickte Scheiße. Rex, du kleine Nuttenpreller. Ich bin gleich tot. Okay, dance with somebody. Dance with somebody. Steh auf! Wir kämpfen nicht mal gegen Bigrim, verdammte Scheiße. Und ich bin schon fast am Kacken.